Hallo, ihr kleinen Sternengucker. Schön, dass ihr wieder bei uns im Sternenland zwischenlandet. Der König und die Königin vom Sternenland streiten sich immer und immer wieder. Zum Beispiel gefällt es der Königin nicht, dass die Socken des Königs stinken. Und dem König gefällt es nicht, dass die Königin an seinen Stinkesocken schnuppert. Honigsterne! Sternenpops! Wie kannst du behaupten, dass Sternenpops nahrhaft sind, hä? Huh? Und von gesund will ich gar nicht erst reden. Das ist lächerlich. Kein Mann von Welt würde den Tag ohne eine Schüssel energiespendender Sternenpops beginnen. Ach was, Schnickschnack. Honigsterne sind das Nonplusultra. Na, warte. Das ist für dich. Und das. Raus hier. Verschwinde. Altair? Hm? Altair? Könnte ich mal kurz mit dir reden? Klar doch, Prinzessin Vega. Wo brennt's denn? Es geht um meine Eltern. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ach, geht's um die Frühstücksflocken? Schon wieder? Aber diesmal ist es wirklich schlimm. Sie wollen ihren ganzen Besitz aufteilen. Und den Palast dazu. Oh, ich glaube, da muss ich Gosche um Rat fragen, Prinzessin. Oh ja, Altair. Bitte tu mir den Gefallen. Hallo, Gosche. Ich habe gerade mit Vega gesprochen. Oh, und wie geht es Ihrer flatterhaften Majestät heute? Alles andere als gut, Gosho. Wegen Ihrer Eltern. Du könntest ihr bestimmt helfen. Auf dich würde die Königin hören. Du hast mich noch gar nicht nach meinem Stück gefragt. Theaterstücke können äußerst interessant sein, Altair. Sie spiegeln sozusagen das Leben wider. Aus ihnen können wir viel über uns selbst lernen. Verstehe, das Stück hat irgendwas mit Ihnen zu tun, mit dem König und der Königin, ja? Das will ich doch stark hoffen. Aber wenn es Erfolg haben soll, dann brauche ich deine Hilfe. Es gibt kaum etwas Unsinnigeres, als sich zu streiten. Aber das wollte den zankenden Majestäten partout nicht in den Kopf. Arme Prinzessin Vega. Keinen Schritt weiter! Das hier ist meine Hälfte, verstanden? Falls nicht schnell jemandem einfällt, wie man den Streit beenden kann, wird das Ganze noch böse enden. So, ich hoffe, ihr habt alle eure Rollen einstudiert und ich erwarte von euch, dass ihr auf der Bühne so sprecht, als würdet ihr jedes Wort empfinden. Also, unser Stück spielt vor etwa 200 Jahren. König Rufus der Große war der Herrscher des Sternenlandes und Königin Maud war seine stattliche Gemahlin. Der erste Akt, nachdem Altair den Prolog gelesen hat, spielt in der Schlossküche am Morgen. Ich hab ihn gewarnt. Ein Theaterstück ohne derbe Witze wird garantiert ein Flop. Oskar, bitte. Der Koch des Königs. Der König tritt von links auf. Guten Morgen, Tag. Guten Morgen, Koch. Ich widme mich heute der, Frage. Der Frage, die unser ganzes Land beunruhigt. Womit sollen unsere Frühstücksflocken zubereitet werden? Was höre ich da? Gosho! Sollte ich in dieser Szene nicht einen prachtvollen Morgenrock tragen aus changierender Seide in rosarot? Liebe Bürger des Sternenlandes, kommst du öfter hierher? Normalerweise nicht. Ich habe nur von dem königlichen Streit gehört und den wollte ich nicht verpassen. Hey, genau wie ich. Liebe Sternenländer, ich stehe hier vor euch. Klappe, zweiter Versuch. Liebe Sternenländer, ich stehe hier vor euch. Ich stehe hier vor euch, um euch zu sagen, dass, Kurz und knapp, super. Ich hasse lange Reden. Holde Prinzessin, können wir den bedauernswerten Streit zwischen euren königlichen Eltern nicht schlichten? Lieben gerne, weiser Kanzler, aber die Nacht bricht an und die Armee meines Vaters wartet. Ah, Prinzessin Vega, geht es euren Eltern gut? Mhm, den Umständen entsprechend schon. Altair hat gesagt, dass du vielleicht helfen kannst. Nun, ich werde mein Bestes geben, Kindchen. Glaub mir, das Theaterstück ist die richtige Medizin, um den König und die Königin wieder zu versöhnen. Oh, das hoffe ich von Herzen. Soll ich so zeigen, Gosho, wenn ich sage, dort steht jener Tisch, an dem einst die glückliche Familie saß, oder lieber so? Die zweite Variante ist besser, irgendwie heldenhafter. Kennt ihr den Witz von dem total schlechten Schauspieler, der endlich auch mal eine Rolle bekommen hat? Eine Rolle Pfefferminzbonbons.
Wir spielen heute für euch ein schönes Theaterstück. Es spielt in diesem Königreich und handelt von Trauer und Glück. Der König, die Königin, das ganze Volk fielen dem Verderben anheim, weil sie sich andauernd stritten um den morgendlichen Haferschleim. Guten Morgen, Tag. Ich stelle mich heute der Frage, die das ganze schöne Sternenland beunruhigt. Was für ein Hanswurst. Ein König würde nie so etwas tun. Wollen wir unseren morgendlichen Haferbrei mit Zucker essen oder mit Salz? Was höre ich da? Ich hatte eine schlaflose Nacht. Ich bin ganz zerschlagen. Doch jetzt will ich endlich was essen. Steht der Zucker bereit, Diener? Schluss mit diesen Geschmacklosigkeiten. Salz ist die einzig wahre Zutat für den königlichen Haferbrei. Mit euch will ich mich nie wieder versöhnen. Möge der Süßzucker unsere Frühstücksschüssel krönen. Das ist in der Tat eine Ungeheuerlichkeit. Wie kann Gosho nur diese korpulente Frau als Königin besetzen? Viel Glück, Käferchen. Ich weiß, du schaffst das. Alter, die sollen nicht solchen Krach machen. Entschuldige dich, du Unheil! Du Schurke! Autsch, pass doch auf, wo du hintrittst. Seid leise. Der Krieg ist erst im dritten Akt. Man kann euch hören. Komm, Töchterlein, essen wir unseren Haferbrei süß als Bienenhonig. Verschmähe diesen süßen Unsinn, mein Kind. Schließ dich mir an. Ich esse nach alter Tradition eine gesunde Portion Haferbrei mit Salz geschwind. Geliebte Eltern, ich flehe euch an, haltet inne. Ihr zerstört unser Königreich, unsere Familie. Und ihr hecht mir das Brett. Ich meine, ihr brecht mir das Herz. Worum geht es denn in diesem Schauspiel? Es erzählt vom Untergang einer deiner Vorfahren, König Rufus des Großen. Du liebes Bisschen, warum hat man mich nicht informiert? Das ist ja fürchterbar. Wenn Herrscher sich um Kleinigkeiten streiten, statt sich harmonisch zu versöhnen, dann sammeln sich dunkle Wolken am Himmel und man hört das Rasseln des Krieges dröhnen. Du tapferer Anführer der Wache, ich vertraue deinem treuen Herzen. Was rätst du mir? Eure Majestät, der König hat eine starke Streitmacht. Nur euer Vater, der Herzog, kann uns retten. Das hatte ich befürchtet. Ruf die Armee des Herzogs. Sie wird für die Ehre des Zuckers kämpfen. So, die Armee des Königs auf diese Seite und die Armee des Herzogs nach drüben. Los und denk daran, schön langsam laufen. Ich will nicht für den Herzog kämpfen. Klappe, los, beweg dich. Marsch, marsch. Ihr mutigen Truppen meines ehrwürdigen Vaters, für den Zucker werden wir kämpfen und siegen. Holdes Töchterlein, ich bin gewiss, der Sieg wird unser sein. Heute werden wir all diese zuckerschlürfenden Schurken, die das Salz verabscheuen, endgültig verbleuen. Herzlein, das ist ja schrecklich, wie grauenhaft. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Halt! Großer König Rufus, gerechte Königin Mord, opfert nicht die Hoffnungen eurer Untertanen und das Leben eurer Tochter im Chaos einer Schlacht. Vergesst die kleinlichen Streitigkeiten. Schnell, Altair, schlüpf in das Kostüm des Zeremonienmeisters für den Epilog. Oh, du verräterische Tochter. Wie konntest du dich nur den schändlichen Verfechtern des Salzes anschließen? Wie kannst du von der Süße reden und gleichzeitig so verbittert sein? Wie kann Haferbrei die Ursache für so ein Blutbad sein? Das sollte uns beiden zur Warnung gereichen, mein Lieber. Bald war der Lärm der Schlacht endgültig vorbei. Viele hatten auf den Lippen einen stummen Schrei. Warum hat denn niemand den beiden Herrschern gesagt, es ist besser für uns alle, wenn ihr euch vertragt? Ja! Ja! Liebster, du kannst deine Sternenpops essen, wann immer du magst.
Oh ja, köstlich, ja. Und du kannst deine Sternenpops natürlich auch essen, wann immer du magst. Ich meine Honigsterne, Honigsterne natürlich, mein Herzilein. Ich sag kein Wort mehr. Und jetzt bitten wir unseren Autor, ein paar Worte zu sagen. Ich danke Ihren Majestäten. Ich danke dem wundervollen Publikum und unseren fantastischen Schauspielern. Ich hoffe, ihr nehmt euch die Moral des Stückes zu Herzen. Gosho. Ja? Es ist alles gesagt. Ah ja, natürlich. Das war's. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschlabbern.